Pikachu. Unglaublich, unglaublich, was die beiden hier liefern. Ich mir jetzt schon zu sagen. ...2009 in Yokohama hat sie immerhin Platz 5 erreicht und damals war sie 15 Jahre alt. Power-Tischtennis vom Feinsten ist das. Der hat so ein gutes Auge, so ein schnelles Auge und reagiert in fast jeder Situation. An bis zum Ende. Ich kann kommen, was will. Die Chinesinnen eigentlich ganz gerne. Sehr gerne im Jahr einer Weltmeisterschaft unter Anführungszeichen schwächere Chinesinnen, jüngere Chinesinnen los. Wahnsinn, Wahnsinn! Du kannst so viel Tempo machen. Schauen wir uns diesen Ballwechsel noch einmal an. Und jetzt geht sie mit der Vorhand voll drauf los. Und jetzt entscheidet sie sich. Es wurde also der unbedankte vierte Platz bei Olympia. Aber sie wird noch eine Einzelmedaille bei den anderen. Apropos Li Changbing, weil ich die vorher angesprochen habe. Sie und Werner Schlager haben ja für die Austrian Open abgesagt. Hier in Österreich. Einer der besten Ballwechsler an diesem heutigen Tag. Anstrengend, diesen Damen zuzusehen. Beide kleben förmlich an der Platte. Neben ja, ein Misshit. Wahnsinn! Wahnsinn! Was will man dazu noch sagen? Und das bei einem Satzball in so einer heiklen Phase einer Partie auch noch. Unglaublich. 2:1, 14 Sätzen, 14 Jahre alt geworden. Sensationeller Winkel. So, jetzt macht im Nebentisch auch den dritten Satz gewonnen, führt mit 3:0. Des Halbfinales der Olympischen Spiele in London. Unglaublich. Und das bekommen hier die Zuseher und sie daheim. Dann ist sie durch, dann steht sie im Halbfinale. Einen Topspin, da dreht sich der Ball 50 Mal pro Sekunde um die eigene Achse. Das ergibt hochgerechnet, naja, 3000. Das macht sie perfekt, Kasumi Ishikawa. Da dieser kluge Vorhandball und dann früh die Kugel genommen mit der Backhand. Einfach perfekt. Schauen Sie sich das an. Schauen Sie sich diesen Konter an mit der Rückhand. Da glaubt man,
Julin Schuh setzt die Japanerin unter Druck. Glaubt man aber nur. Schaut so einfach aus. Weltklasse, einmal mehr ein Weltklasse-Ballwechsel. Irgendwie schade, dass diese Partie. Gratulation an Kasumi Ishikawa, der mit 11:9 an die Japanerin gegangen ist. Genießen wir diese schönen Einstellungen der beiden Top-Spielerinnen aus China und aus Japan. Schöne Studie, Service-Studie von